Hallihallo, ihr Lieben, ich grüße euch. Ich bin's, eure Frau Trollinger, und heute ist mein Thema Neid im Netz. Es gibt ja sehr, sehr viel im Netz, sehr viele Seiten, sehr viele, gerade bei YouTube, wo die Leute immer sagen: Boah, so ein Scheißkanal. Was weiß ich, man solle doch da, ne, man kann gar nicht verstehen, warum dieser Mensch überhaupt so viele Follower hat und was weiß ich, und so eine starke Gemeinde und die hinter ihm her sind. Gut, die einen haben Hater, die anderen haben nette Leute, also je unser Ding, aber zumindestens kommt auch via Facebook oder so immer wieder die Frage auf: Warum? Ich kann gar nicht verstehen, warum so viele Menschen die folgen. Doch, ich schon. Ich kann das absolut verstehen, dass viele Menschen diesen Menschen folgen. Übrigens hier nebenbei, sprich, ich mache für Twitch im Moment so kleine Bildchen. Ich zeige euch das mal. Jemand hat mich gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Und dann hier solche kleinen Icons, die sich dann irgendwie ins Profil oder sowas für ihre User sind das wohl oder sowas. Jemand hatte gefragt: Oh, kannst du nicht mal machen? Ich habe gesagt: Ach klar, warum nicht? Und das ist ganz hübsch. Den finde ich am meisten am besten eigentlich. Ja, so wisst ihr schon mal, was ich mache. Gerade so nebenbei, auch mit GIMP kann man schöne Sachen machen. Ja, also Thema war ja jetzt auf 200 setzen, damit ich hier auch mal was sehe. Ja, ich bin ein blinder Lurch. Wenn man bedenkt, sagen wir mal so, erstmal, ich selber würde mir nie Gedanken darüber machen, ob jemand oder ob ein Kanal oder warum ein Kanal mit Scheiße besser läuft wie meine. Also das wäre für mich ein absolutes No-Go. Warum? Warum mache ich mir diese Gedanken in dem Sinne gar nicht? Ganz einfach, weil die, wenn ich mir diese anderen Kanäle angucke, weiß ich direkt, aus welchem Grund sie so gut besucht sind, auch wenn sie scheiße drauf haben. Sie sind so gut besucht, weil diese Menschen, die dort sind, authentisch sind. Sie sind einfach, sie selbst. Sie sind nicht irgendjemand, der irgendwas vorspielt oder so, sondern sie sind sie selbst. Und genau das ist es doch, was viele Leute ausmacht. Weil wenn ich überlege, wie viele machen ihre Kanäle und sind gar nicht sie selbst. Also da muss ich ehrlich gestehen, das findet man eine ganze Menge im Netz. Mich wundert es manchmal gar nicht, dass die nicht hochkommen oder sowas, weil sie sind nicht authentisch genug. Sie kommunizieren gar nicht wirklich mit ihren Usern. Das ist auch etwas, wenn jemand Sachen drunter schreibt, Reaktionen zeigen innerhalb einer gewissen Zeit, sollte man machen. Man sollte sich für seine User interessieren. Wer folgt dir denn und steht dann im Dusan da oder sowas? Ist doch blöd. Ich habe zum Beispiel bei jemandem kommentiert und habe jetzt nach 2 Wochen wohlgemerkt erst eine Antwort erhalten. Finde ich doof, muss ich sagen. Ist mir jetzt mehrfach passiert auf dem Kanal. Habe ich ehrlich gesagt keine Lust, dann noch weiter zu kommentieren bei dem. Aber ist halt so. Ja, dann gibt es natürlich auch diese Hater-Kanäle, besonders einer sticht natürlich im Moment raus. Ist so ein Typ, der da ewig auf dem Sofa sitzt, keine Ahnung. Okay. Am Wochenende habe ich mir diesen Kanal mal angeguckt, weil jeder quatscht anscheinend hier bei YouTube darüber. Und ich muss ehrlich sagen, es wundert mich nicht, dass dieser Kanal läuft. Das wundert mich nicht. Meine, mal ehrlich, wer geht denn heute noch hin und macht noch, bastelt noch aus Papier so ein Schiffchen? Ja? Ich meine, es ist zwar kindisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, dieser Mensch, der da live geht, im Endeffekt, ja, der hat ja immer irgendwas, was er macht. Genau das ist es doch, was die User wollen. Wenn ich live gehe, wollen die nicht feste Themen haben immer oder so. Nee, ist Quark. Warum immer feste Themen machen? Einfach Spaß haben. Lustig sein. Irgendwelche Dinge machen, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ich bin zwar jetzt nicht live, aber könnte ich auch live machen. Ja?
dass ich diese Arbeiten hier mache, am Rechner und damit einfach meine Sachen erledige. Das ist einfach so. Ich meine, warum soll ich da anders sein? Ja? Man besucht jemand im Endeffekt, wenn er live geht, im Wohnzimmer. Kann man so sagen. Würde ich mal sagen. Und es ist doch logisch, dass solche Leute ankommen, die ein bisschen was, die sind, wie sie sind. Und die einen werden gehasst dafür, die anderen werden gemocht dafür. Und wenn einer dann noch damit Geld verdient, mein Gott, nicht. Ich finde sowieso diese Diskussion ewig. Soll man, ab wann soll man, auch so in Foren lese ich das häufig, ab wann darf man denn Geld verdienen? Der ersten Minute eigentlich. Mein, dass ich zum Beispiel von Anfang an bin ich ein Kanal, wo ich euch natürlich auch meine Arbeiten zeige und euch an meiner Arbeit auch teilhaben lasse. Und warum sollte ich das verheimlichen? Warum sollte ich das nicht machen? Meine, es ist doch mega geil, wenn man an der Kunst zum Beispiel des anderen teilhaben kann. Ja? Man kann ein bisschen schauen, was der macht und dass er das auch wirklich selber macht und nicht irgendwelche andere Leute das machen lässt oder so. Das ist doch viel geiler, als wenn jemand irgendwann mal hingeht und sagt, ja, also ab jetzt könnt ihr denn jetzt was bei mir kaufen, weil ich jetzt genug Follower habe. Also ich finde, weiß ich nicht, ich bin da lieber ehrlich und sag von Anfang an, ey, ihr könnt was bei mir kaufen. Weil wer mir folgt, der weiß dann, ne, ey, ne, da ist ja was. Wenn ich ein Geschenk suche für ein Kind oder für Mamis oder für Daddy oder was weiß ich, oh, dann gucke ich doch mal bei der Trollinger im Shop und schau einfach mal nach, hey, dafür hat sie das doch. Meine, ich weiß nicht, ich finde das so affig heutzutage. Alles muss irgendwie immer irgendwelchen Richtlinien entsprechen und ich finde, lieber ehrlich sein und von Anfang an sagen, hey, ich möchte Geld verdienen auch. Ja, ich muss ja von irgendwas leben. Wir müssen alle Miete bezahlen und haben alle unsere Kosten und so weiter. Und mal ehrlich, Rihanna und Co., die haben doch alle genug Geld, wo er da ewig gucken geht. Nimmt doch lieber die kleinen Leute. Die könnt ihr lernt er mindestens kennen. Da könnt ihr mindestens folgen, zwar nicht auf die Konzerte gehen, denn ich gebe keine Konzerte. Leute, wenn ich anfange zu singen, dann ist der Saal leer. Ja, aber halt Spaß. Ja? Deswegen seid einfach authentisch und weiß ich nicht, kann ich nur sagen. Weil die Leute, die euch mögen, die werden euch auch folgen. Sehe ich das. So würde ich es zumindest machen, wenn ich User wäre oder bin. Folge auch nur den Leuten, die ich sympathisch finde. Ist da jemand bei, der sich für mich als unsympathisch rausstellt, lösche ich den. Das ist einfach so. Ja, klar will ich an euch auch Geld verdienen. Folgen. Also Bock auf ein Shirt hat, der darf es gerne kaufen. Oder wer hier so ein Dingen haben will, so ein Fischschwanz für Twitch oder sowas. Oder für ein T-Shirt oder whatever, ja. Einfach Bescheid geben, klar, ansprechen. Weil ich sag mal so, wer über seine Dinge sich nicht traut zu reden, der hat doch schon ein Problem. Meine, ne, warum soll man nicht über seine Sachen reden? Warum soll man nicht über sich, seinen Beruf und was weiß ich? Eine Altenpflegerin redet doch auch hin und wieder über ihre älteren Leute, was die denn heute wieder gemacht haben. Ich meine, ich habe damals auch im Altenheim gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel eine Frau dabei, hat immer ihre Kauleiste gedreht beim Essen. Ich weiß nicht, die hat 2 Stunden zum Essen gebraucht, aber die hat immer diese Kauleiste gedreht im Mund. Das war für die völlig normal, ne? Und wir haben dann immer gestaunt. Wir haben gesagt, ja, wie kriegt man denn da noch einen Batzen rein im Mund? Also, immerhin, sie hat gebraucht zum Essen, aber es war okay. Und das sind so Kleinigkeiten. Oder an dem Tag, wo es dann Zunge gab. In Madeira-Soße. Hey, da durften wir das ja nicht sagen, aber dann, irgendeiner hat das natürlich wieder spitz gekriegt, ne? Und dann ging das dann los. Dann, haha, heute gibt's Zunge in Madeira-Soße, zack, haben wir Abbestellungen von Essen gehabt. Oder Alternativessen musste gekocht werden.
Das war dann immer Mist. Aber es gab Leute, die haben sich natürlich dann drauf gefreut. Aber, ne, das ist so Sachen. Also, wenn du kannst ein kleiner Scheißkanal sein, das ist völlig egal. Du kannst über irgendwelche Dinge labern oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, Erfolg kriegst du heutzutage eigentlich am besten oder sagen wir mal am langfristigsten, wenn Leute dich wirklich mögen und dir folgen aufgrund deines eigenen Ichs und nicht irgendwelche eingekauften Leute oder irgendwelche Sub for Subs. Ich glaube, dieses Sub for Sub zum Beispiel ist hier ja auf YouTube sehr stark verbreitet. Ist, glaube ich, nicht unbedingt der Hit. Sehe ich zumindest so. Habe ich für mich verbannt oder rausgenommen, weil ich folge zwar vielen Menschen, aber ich folge ihnen auch wirklich, weil ich mir dann ihre Livestreams zwischendurch mal angucke oder sowas. Auch wenn es zum Beispiel, wie heißen sie, Gamer sind. Ich bin kein Gamer. Ich doch, ein Spiel spiele ich, SimCity. Meine Gamer wissen das mittlerweile, dass ich SimCity spiele. Vielleicht sollte ich mal SimCity live spielen. Was haltet ihr davon? Findet ihr das gut? Ich weiß es nicht. Gib mal ein Kommi unten in die Dinge. So, mein Fischschwanz ist fertig. Ich hoffe, meine Kundin wird begeistert sein von ihren kleinen Fischschwänzen. Die werde ich jetzt alle noch schön minimieren, damit ich dann ja, die dann abspeichern kann. Noch ein paar Nacharbeiten hier machen, die damit zugehören. Ja, ich wünsche euch schon mal einen schönen Tag, weil jetzt brauche ich wieder ein bisschen Konzentration. Kann euch mal die anderen Fischis zeigen hier. Den zum Beispiel. Also hübsche Sachen, die man heutzutage, finde ich, machen kann. Das hier ist irgendwie für Twitch, hat die gesagt. Ich soll da im Endeffekt, will sie da das für ihre User oder so machen, keine Ahnung. Also ich weiß nur, auf welche Größe ich das bringen muss und was weiß ich und werde das dann. Ne? Und sie war zumindest begeistert, sie fand das toll, diese kleinen Fischschwänze. Die fallen auch mindestens bei einem schwarzen Hintergrund gut auf. Runter auf. Und bis dann fallen sie gut auf. Das ist schon ganz recht. Ich finde die recht hübsch und irgendwie niedlich. Mir gefällt's. So, bis dann. Be crazy, habt Spaß und arbeitet noch ein bisschen mit lustigen Dingen. Bis dann. Tschüss.